Der Bürgermeister von Guernica versteht das als Versöhnungsangebot an die Deutschen. Wir besuchen ihn in seinem Büro. An der Wand das berühmte Guernica-Bild von Picasso. Dieses Bild hat für uns eine große Bedeutung. Alle hatten wir es zu Hause hängen. In den ersten Jahren nach dem Krieg konnte man dafür sogar ins Gefängnis kommen, wenn die Frankisten es mitbekamen. Weil es ein Schrei ist gegen die Diktatur, gegen Franco, gegen den Krieg. Wir sind die moralischen Besitzer des Bildes. Öffentlich durfte man es erst besitzen, als Franco tot war und Demokratie herrschte in Spanien. Ich glaube, in Deutschland gibt es wichtige Lobbys, die verhindern wollen, dass man anerkennt, was hier passiert ist. Warum? Vielleicht denken einige, dass man mit einer Geste anerkennen würde, dass man Guernica bombardiert und massakriert hat und dass das ein Akt der Barbarei war. Wir besuchen Maria. Sie will nicht, dass wir hochkommen, weil ihre Wohnung so schäbig sei. Maria war immer auf der Verliererseite. 14 Jahre alt, als die deutschen Bomben fielen. Der Vater und ein Bruder kamen danach ins Gefängnis, weil sie Linke waren. Und alles begann im April 1937. Ich erinnere mich, am Tag der Bombardierung fielen die ersten Bomben hier vor unserem Haus. Und wir sind dann hier den Berg hoch in ein Bauernhaus. Das Haus wurde auch bombardiert und wir sind raus. Und da haben wir und meine Mutter und meine Geschwister uns im Gestrüpp versteckt. Von da sahen wir, wie sie aus den Fliegern mit Maschinengewehren auf Menschen schossen. Die Flieger kamen aus Vitoria und sind dann am Meer lang geflogen und warfen hier die Bomben ab. Wir haben uns versteckt. Dann kamen sie wieder zurück und wir sind diesen Berg hoch und haben uns zwischen Kiefern versteckt. Und dann sind wir in eine Höhle rein. Da sind wir bis abends um 8 geblieben. Als wir zurückkamen, brannte alles. Nur unser Haus stand noch. Haben Sie keinen Hass gegen die Deutschen? Ich hasse niemanden. Mir ist ja nichts passiert. Vergessen kann ich das nicht, weil wir schreckliche Angst hatten. Nie, niemals. Wir spüren keinen Hass gegen Deutschland hier in Guernica, aber viel Wut gegen die spanische Zentrale in Madrid. Sie wird verantwortlich gemacht für 40 Jahre Unterdrückung der Basken. Denn wenige Tage nach der Bombardierung durch die Legion Condor marschieren die Frankisten in Guernica ein. Der tägliche Terror beginnt. Die Basken werden erniedrigt, verfolgt, dürfen ihre Sprache nicht sprechen. Spanisch wird verordnet. Heute ist alles anders. In vielen Schulen läuft der Unterricht komplett auf Baskisch. Spanisch ist ein normales Unterrichtsfach. Und die baskischen Traditionen leben wieder auf. Wie das Pelota-Spiel hier auf dem Schulhof. Eine Art baskisches Squash, allerdings ohne Schläger. Die Jugendlichen und Kinder aus Guernica sind in der Demokratie aufgewachsen. Franco ist weit weg. Was wissen Sie noch von der Bombardierung Ihrer Stadt? Franco wollte Guernica bombardieren und deshalb hat er Hitler und seine Alliierten angerufen und dann kamen die Flugzeuge und warfen die Bomben ab. Wann war das? An einem Montag im April 1936. Den Tag weiß ich nicht. Sprecht ihr da untereinander drüber? Also im Moment schon, weil wir müssen eine Hausaufgabe fürs Rathaus über das Bombardement machen. Aber normalerweise reden wir da nicht drüber. Interessiert es euch nicht? Nö. Für die 14-jährigen Schülerinnen ist die jüngste Geschichte schon ganz weit weg. Aber in der Erinnerung von Andone und Lourdes
ehemaligen Schülerin derselben Schule, ist der Nachmittag des Bombardements so präsent wie der Terror danach. Unsere Sprache zu sprechen, da war ja nicht dran zu denken. Und unsere Namen haben sie auch ausradiert von den Grabsteinen auf dem Friedhof. Meiner Mutter haben sie auf dem Amt gesagt, Andone, mein Name, den muss man wegstreichen. Das heißt auf Spanisch Antonia. Da hat meine Mutter gesagt, da können sie auch gleich die baskischen Nachnamen weglassen und ihre hinschreiben. Warum haben sie das gemacht? Ja, warum? Na, weil sie uns Basken gehasst haben. Wir waren ihre Feinde. Und Franco konnte nichts ertragen, was auch nur entfernt nach ein bisschen Separatismus oder Unabhängigkeit roch. Na, und wenn sie dir deine Sprache nehmen, dann kannst du dich nicht mehr als ein Volk fühlen, das seine Rechte einfordert. Unsere Herkunft und unser Land konnten sie uns ja nicht wegnehmen. Das bleibt. Sie sind tief gedemütigt worden. Erinnerungen wie die von Andone und Lourdes belasten das spanisch-baskische Verhältnis noch heute. Und sicher hätte es mehr Druck auf Deutschland gegeben, wäre der Konflikt nicht durch den viel aktuelleren überlagert. Es geht den Gernika nicht ums Geld. Wir hören keine Schuldvorwürfe, wir spüren keinen Hass. Es geht den Menschen um eine Geste. Darum klarzustellen, was geschehen ist, war Barbarei. Salvatore Borama, Iene Famindis in Igara Bastia. Mit einem Chorkonzert gedenkt Gernika der Bombardierung. Zum 60. Jahrestag wird wahr, worauf die Menschen hier lange warten. Bundespräsident Herzog bekennt sich in einem Brief zur Schuld deutscher Soldaten und bittet die Opfer um Verzeihung.